Herzlich willkommen in der Machbar Academy. Mein Name ist Sönke. Und heute, da bauen wir einen Staketenzaun. Und wie das richtig geht, das zeigen euch Leonie und Felix. Den Bau eines Staketenzauns ordnen wir in die Kategorie 2 von 5 ein. Für das Projekt solltet ihr sicherheitshalber einen halben Tag einplanen und am besten arbeitet ihr zu zweit. Im ersten Schritt, da legen wir den Verlauf des Zauns fest. Anschließend werden die Pfosten eingeschlagen. Dann bauen wir uns aus einem Zaunabschnitt ein Türchen und verschrauben es, bevor zum Schluss die Zaunelemente angebracht werden. So, und jetzt keine Müdigkeit vortäuschen, ran an den Staketenzaun. So ein Zaun eignet sich aufgrund seiner natürlichen Optik wunderbar als Vorgartenzaun oder, wie in unserem Fall, für den Spielbereich. Als erstes solltet ihr den Verlauf eures Zauns planen. Um euch hier nochmal einen klaren Überblick über den Aufbau zu verschaffen. Wir wollen an der einen Seite beginnen, ungefähr 5 Meter weiter den Eckpfosten setzen und dann mit dem Zaun bis zum Gebüsch laufen. Ja, und zwischendrin setzen wir noch unser Türchen ein. Für mehr Stabilität setzen wir zusätzliche Streben an manchen Pfosten ein. Diese kommen immer nur an die Eckpunkte des Zauns und an die Zaunenden bzw. rechts und links vom Tor. In den Bereichen dazwischen benötigt ihr keine Streben. Am besten spannt ihr jetzt ein Schnurgerüst, um den Zaun gerade dran ausrichten zu können. Wir befestigen die Schnur an der Ranghilfe, schlagen einen Erdnagel in die Ecke und richten die Schnur daran aus. Am anderen Ende machen wir auch noch einen Erdnagel fest und können die Schnur so schon mal anhand der Flucht ausrichten. Die richtige Stelle für das Türchen, die solltet ihr frühzeitig festlegen. Unser Tor soll so breit werden, wie der Zaun hoch ist und das sind 90 cm. Plant ein wenig Spielraum mit ein, damit das Tor auch zwischen die Pfosten passt. Wir messen aus und markieren die Breite, indem wir rechts und links die Pfosten positionieren. Die restlichen Pfosten, die legen wir in einem ungefähren Abstand von 1,75 Meter zueinander aus. Exakt gleich muss das nicht sein. Das Schöne an einem Staketenzaun ist ja, dass jeder Zaun ein Unikat ist. Achtet nur darauf, einen Abstand von 1,80 Meter zwischen den Pfosten nicht zu überschreiten, denn sonst wird das Zaunelement instabil. Unser Zaun soll nicht nur einen natürlichen Look haben, sondern auch eine natürliche und nachhaltige Befestigung im Boden. Daher wollen wir die Pfosten direkt in die Erde einschlagen. Übrigens, das verwendete Holz ist langlebig und witterungsbeständig. Achtet darauf, dass der Pfosten für die nötige Stabilität ungefähr 50 cm länger sein sollte, als der Zaun hoch wird. Wir messen mal nach. Der Überstand beträgt 56,5 cm. 50 cm für die Tiefe im Erdreich und weitere 6,5 cm, damit wir zwischen Erdoberfläche und Zaun etwas Luft haben. Die unteren 50 cm markieren wir direkt an dem Pfosten, damit wir gleich sehen, wie tief die Dinger in die Erde müssen. Auf den Zentimeter kommt es hier aber nicht an. So, dann wird der erste Pfahl in die Erde gekloppt. Mit einer sogenannten Pfahlramme geht das ziemlich schnell. Diese könnt ihr euch in der Regel im Obi-Markt ausleihen. Alternativ geht es auch immer mit einem großen Hammer, aber hier bitte eine Schutzkappe auf die Pfähle setzen, damit das Holz nicht splittert. Die Oberfläche der Pfosten schrägen wir nach dem Einschlagen zusätzlich mit dem Fuchsschwanz an, damit sich dort kein Regenwasser sammeln kann. Jetzt bauen wir erstmal das Türchen. Das könnt ihr euch ganz einfach aus einzelnen Staketen selbst zusammenschrauben. Dafür rollen wir das Zaunelement erst einmal aus, knipsen uns 3 Staketen ab und trennen auch diese wiederum einzeln auseinander. Und am besten entfernt ihr auch die Drahtreste, denn die brauchen wir nicht mehr. Die einzelnen Staketen, die legen wir jetzt in Z-Form an ein Zaunelement und trennen den Bereich für das Tor dann in der passenden Größe ab. Zur Befestigung verwendet ihr am besten unterschiedlich lange Schrauben, da die Stakete nicht überall gleich dick ist. Auf diese Weise könnt ihr eine gewisse Grundstabilität erzeugen und habt mit Leichtigkeit ein Türchen erstellt. Wenn ihr zu eurem Projekt Fragen habt, könnt ihr übrigens jederzeit einen Experten in der Hey Obi App kontaktieren oder ihr fragt den Gartenplaner in eurem Obi-Markt. Das Holz solltet ihr noch ein wenig ebnen und größere Splitter abbrechen, denn sonst lassen sich die Scharniere später nicht ordentlich befestigen. Das Tor wird jetzt einmal aufgerichtet. Die angespitzte Seite muss übrigens nach oben zeigen, weil dort das Wasser abfließen kann. Dann könnt ihr es an seinen zukünftigen Platz stellen und so die Position des zweiten Pfahls festlegen. An der Stelle könnt ihr den Pfosten jetzt in den Boden treiben. Und morgen freut sich der Muskelkater.
Die Oberkante schrägen wir hier natürlich auch noch an und glätten die Kanten mit Schleifpapier ab, damit da keine Splitter abstehen. Die Schnur kann jetzt auch wieder weg. Dann geht es an die Erstellung der seitlichen 45-Grad-Stützen. Wenn ihr folgendermaßen vorgeht, habt ihr das ganz schnell geschafft. Setzt zuerst den Pfahl vorne schräg in die Flucht, schlagt ihn dann ein Stück in die Erde und sägt an der Kante ab. Jetzt habt ihr den Pfosten auf der richtigen Länge und könnt ihn anschrauben. Achtet darauf, dass ihr eine Teilgewindeschraube verwendet und diese auch lang genug ist. Dann wird eingeschraubt. Andere Seite auch noch, also wieder positionieren, einklopfen, absägen und dann festschrauben. Am besten macht ihr euch jetzt auch direkt an die Montage des Türchens, denn das gibt euch vor, wie lang der Zaun im Detail werden muss. Wichtig! Um Verrottung vorzubeugen, solltet ihr einen kleinen Abstand unter dem Tor herstellen. Legt da einfach zwei Latten unter und testet dann mal, ob es gut schwingt und nicht irgendwo hängen bleibt. Klappt also weiter. Die Positionen für die Scharniere, die zeichnet ihr idealerweise am Boden ein und nicht am Zaun selber. Dann könnt ihr die festschrauben. So, unsere zwei Staketenwissenschaftler sind sich sicher, das Tor kann nun endgültig angebracht werden. Hier ist es von Vorteil, wenn ihr erst das obere Scharnier mit nur einer Schraube befestigt, das Tor einhängt, das untere Scharnier ebenfalls ausrichtet und jetzt erst endgültig festschraubt. Wir testen jetzt einfach mal die Funktion. Jawohl, das klappt. Bevor wir den Zaun jetzt fertigstellen, entscheiden wir uns noch für den richtigen Türöffner. Statt des klassischen Riegels nehmen wir so einen Strick, da der optisch besser zum Staketenzaun passt. Einfach eine Schlaufe um den Pfosten legen und festknüpfen. Kleiner Tipp, wenn ihr das Seil mit Klebeband umwickelt, dann kann es sich auch nicht aufreiben. Weiter geht's mit den Zaunabschnitten. Um den Zaun zu vervollständigen, rollen wir diesen erstmal ab und legen ihn an der kurzen Seite an. Denkt daran, die spitze Seite kommt nach oben. Vergesst auch hier nicht, mit den Latten den Abstand zum Boden herzustellen. So, das erste Holz schrauben wir direkt an der Ranghilfe fest und ziehen dann den Zaun Stück für Stück gerade. Und die richtige Spannung, die erzeugen wir mit Hilfe zweier Spanngurte. Spannt die Gurte um den Eckpfosten und um die ersten Staketen und zieht dann fest. Geht dabei ein bisschen behutsam vor, denn wenn ihr den Zaun zu stark spannt, könnte er reißen. An den innenliegenden Pfosten legen wir auch die Abstandsbretter unter und schrauben den Zaun fest. Genau, den anderen auch noch. Den überstehenden Teil könnt ihr einfach mit der Zange abknipsen. Ja, und dann geht's an die lange Seite. Wir stellen den Zaun zunächst wieder auf Position und verschrauben ihn dann als erstes mit dem Türchen. An der Ecke kommen wieder die Spanngurte zum Einsatz. Tja, und dann kann man sagen, der Zaun steht, lasst die Kinder rein. Wir freuen uns schon auf das nächste Projekt. Euch viel Spaß beim Bau des Staketenzauns. Und wenn ihr weitere Inspirationen rund um euren Garten sucht, dann schaut doch gerne mal auf unserem Kanal vorbei. Einfach abonnieren und bei Fragen kommentieren. Alles machbar mit Obi.